Leute, jetzt gibt es 10 Arten von Schülern. Das Video ist von Mohi. Schaut unbedingt mal bei seinem YouTube-Kanal vorbei. Wirklich, es lohnt sich. Lasst gerne auch ein Like und ein Abo da und let's go. 10 Arten von Schülern. Let's go. Der nicht lesen kann. Doch nicht nur der Pool war überfüllt. Überall waren Leute. Ich hatte mich richtig darauf gefreut, mich im Whirlpool ein bisschen zu entspannen. So, danke Annemarie für deinen Einsatz. Mehmet, kannst du bitte weiterlesen? Ich habe eine Frage, muss ich wirklich weiterlesen? Ey, ich habe sowas immer gehasst. Bei uns war es auch manchmal so, dass man so reihum lesen musste. Und ich weiß nicht, Schule ist so mies. Ich war auf einer Gesamtschule. Und das Ding ist, da waren Realschüler, Hauptschüler und Gymnasiasten bis zur 9. Klasse alle zusammen. Das bedeutet, es gab teilweise so krasse Unterschiede und manche, das tut mir auch leid, aber die wurden ja wirklich dann, einer liest und die ganze Klasse lacht, weil sie wissen, Alter, da kommt jetzt nichts. Jeder muss hier lesen. Oh nein, ich kann nicht lesen, ich habe Angst. Egal, beruhig dich, das schaffe ich schon, Mehmet, wird es heute noch was oder müssen wir bis zum Jahr 2025 warten, bis du den ersten Satz rausspuckst? Stressen Sie mich nicht, ich werde ja schon lesen. Na gut, dann fang an. Der Schüssel. Da steht der Schüler. Ah, der Schüler geht einen kacken. Der Schüler geht einkaufen. Ah, hoppala. Der Schüler. Es war auch, es gibt zwei Sachen, die einfach so geil waren bei uns. Obwohl, das war, glaube ich, sogar im Englischkurs. Einer hat zu Barbecue Barbage gesagt und zu Wales, dem Land Wales, Wallace. Ah, das waren zwei Legenden. Und sein Po juckt? Hä? Da steht, und er holt Joghurt. Wie kann man das falsch lesen? Sorry, ich kann nicht lesen. Der Rapper. So, students, please get your English books so we can learn further topics. Ich habe mein Buch vergessen. In English, please. I have zu Hause my book vergessen. Ich weiß nicht. Stopp, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen im Englischunterricht Englisch reden. Was ist das für eine Überraschung, ne? Ey, ich habe eh keinen Bock mehr auf die Schule. Wieso denn? Ich will Rapper werden. Ja, das kann mal was werden. Die brauchen nicht so dumme Sprüche sagen. Der erste Diss-Track geht an sie. Okay. Mehmet ist mal wieder back. Ich weiß, ich bin der Hammer. Was ist schwerer, Listenings oder ihre Mama? Mein Diss wird wieder ein krasser Hit. Leute, zieht eure Schule durch, okay? Ihr könnt auch später noch YouTuber oder Rapper werden, aber ballert die Schule durch. Was sagt die dicke Kuh? He, she, it, das S geht mit. Ein zweiter Diss-Track folgt. Junge, he, she, it, das S muss mit. Gute Zeit, Mann. Sie mich noch einmal nerven. Ich will sie auseinandernehmen, aber ich muss bremsen. Ich werd Rapper und verdiene dann mehr als ihr Vater. Ich stell sie ein und sie werden dann einfach mein Fahrer. Wieso lerne ich Englisch? Nicht mal Deutsch kann ich so gut. Sie sind Englischlehrer, aber heißen Helmut. Helmut Jochen der Dritte oder was? Ich muss sagen, ich war in Englisch deutlich besser als in Deutsch. Also Englisch ist aber auch einfacher, finde ich. Weißt du so, hier Groß-Kleinschreibung, Kommasetzung, dies, das. Okay, okay. Der Stiftkauer. Mehmet! Scheiße. Ja? Könntest du mir vielleicht einen Stift ausleihen? Bei welchen Stift brauchst du? Egal welchen, Hauptsache er kann schreiben. Ja, warte. Hier. Danke. Bitte macht sowas nicht. Ich muss aber auch zugeben, ich bin auch ein Stift, beziehungsweise ich war mittlerweile, ganz ehrlich, wenn ich hier auf dem Edding rumkau, dann war es das mit Paletto, glaube ich. Nee, aber ich habe auch auf Stimmen, auf Stiften manchmal rumgekaut. Keine Ahnung warum, aber ich kann mich dran erinnern, Alter. Aber doch nicht auf so, Schüler, die Stiften, Stunde ist die nicht gehören. Bro, warte, dein Stift. Na, Sikim, hast du dir den Stift in den Po gesteckt oder wieso schaut er so ranzig aus? Ich hab nichts gemacht. Auf dem Stift ist sicher ein neuer Virus, behalt den einfach. Der immer sitzen bleibt. Elmedin, es tut mir leid, dass ich dir das mitteilen muss, aber dieses Jahr kommst du leider nicht durch. Hä, wieso? Deine Noten sind einfach zu schlecht. Drücken Sie doch ein Auge zu. Ich müsste schon beide Augen zusammendrücken und meine Pobacken zusammenquetschen, damit du irgendwie noch eine Chance hast, durchzukommen. Als ob ich so schlecht bin. Ja, in Mathe hast du eine 6. Ja, okay, Mathe ist auch schwer. Ja gut, sobald du eine 6 hast, bleibst du sitzen. Das ist ja so. Ja. Du hast in Kunst auch eine 6. Ich kann einfach nicht zeichnen, ich kann das nicht. In Sport, wo du ein wenig herumspringen musst, hast du auch eine 6. Schau ich aus, als ob ich Ronaldo bin. Natürlich habe ich eine 6. Aber in Englisch hast du eine 3. Was, ehrlich? It's a prank, da hast du auch eine 6. Du musst leider sitzen bleiben.
Ey, Medin, dieses Jahr geht es sich auch leider nicht mehr aus. Du musst leider sitzen bleiben. Nein, nicht schon. Wie oft darf man eigentlich sitzen bleiben? Ist es, wenn man zweimal hintereinander sitzen bleibt, dann fliegt man von der Schule? Oder wie funktioniert das System? Weil ich weiß, wir hatten auch eine Person bei uns in der Klasse, die ist dann aber auch irgendwann von der Schule gegangen. Die war, glaube ich, auch schon zwei oder dreimal sitzen geblieben. Wieder. Elmedin, du bleibst wieder sitzen. Gratulation, alle sind durchgekommen. Außer Elmedin, du bleibst wieder sitzen. Guten Morgen, Schüler. Guten Morgen, Herr Achselbrecher. Guten Morgen. Warte, Herr Professor, was macht dieser alte Knacke in unserer Klasse? Ey, seid nett zu Elmedin. Er könnte mein verschollener Opa sein. Er ist 17 Mal sitzen geblieben. 18 Mal, um genau zu sein. 18 Mal. Hoffentlich schaffst du es dieses Jahr mit deinem 18. Versuch. Der Englischprofi. Willkommen zum Englischunterricht. Ich will von jedem eine persönliche Beschreibung auf Englisch hören. Ich fange an. My name is Mehmet and I live in Germany. Very good. Now Anne-Marie, please. Hello, people. My name is Anne-Marie and my English is very excellent because I was in America for 1 month. Okay, Anne-Marie, aber wieso musst du alles so komisch betonen? Mehmet, auf Englisch reden. Okay, aber why you must everything alles so komisch betonen? Like I was in America for 1 month, so my accent is like this. Sorry for that period. Ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich dir zuhöre. In English. I krieg Kopf... Ja, also bei uns war es so, wir hatten so ein, zwei Leute, die halt so ein bisschen dieses britische Englisch komplett verinnerlicht hatten. Weißt du, so dieses Hello, anstatt Hello, wisst ihr, was ich meine? Hello, my name, wenn ihr also jetzt so Hello, my name is Patrick, I'm from Germany and I want to eat a baguette. Yes, thank you for my very good English. When I hear you too. Der immer fehlt. Ah ja. So, wir checken die Anwesenheit. Anne-Marie? Yes, ich bin da. Okay, Fabian? Anwesend. Franz Müller? Ja, ich bin hier. Gut. Mehmet? Wo ist Mehmet? Er ist nicht da. Okay, wird notiert. So, wer fehlt denn heute? Mehmet? Schon wieder der Mehmet, ne? Ja. Mehmet fehlt. Mehmet. Der Mehmet fehlt wieder, oder? Und Mehmet fehlt wieder mal. Hä, ich bin doch da. Aha, so schaust du also aus. Jupp. Wieso warst du denn so oft nicht da? Mehmet? Wo ist er jetzt schon wieder? Der hat da immer... Ja, ich muss ja sagen, ich war der, der gefehlt hat. Aber rückblickend bin ich nicht stolz drauf, weil ich hab ich schon das ein oder andere Mal gesagt, immer wenn es ums Thema Schule geht. Und das ist auch kein Palaver. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass ich das Ganze ernster genommen hätte. Einfach, weil ich hätte gern einen besseren NC gehabt, um eine breitere Möglichkeit haben, Fächer zu studieren. Und ich hatte kein so gutes Abi, als dass ich all das studieren konnte, was ich vielleicht hätte gerne mal ausprobiert. Zu spät kommt. Damals im 18. Jahrhundert als Franz Beck... Und das war ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin so gut wie nie zu spät gekommen. Sorry für die kleine Verspätung. Kleine Verspätung? Ja. Es ist schon 12.40 Uhr. Ja, ich bin zu spät gekommen, weil mein Hund meine Schultasche gefressen hat. Und meine Mutter ist auf mich sauer geworden, weil ich Ronaldos Rücken massiert habe. Ich wollte schon Richtung Schule laufen, aber dann ist Sportsport um die Ecke gekommen und hat mich gefragt, ob ich mit ihm einen Krabbenburger machen möchte, weil Mr. Krabs Geld braucht. Natürlich habe ich ja gesagt, aber dann ist Plankton gekommen und wollte die Geheimformel stehen und dann musste ich... Der Unterricht ist beendet, ihr dürft nach Hause gehen. Prima. Okay. Genau dann ist Mickey Mouse gekommen und hat mich in sein Wunderhaus eingeladen und deshalb bin ich zu spät gekommen. Wo ist denn jeder? Der Schleimer. Ah. Mann, ich hasse den Lehrer. Ja, das sagst du nur so. Doch, ich finde ihn richtig unsympathisch. Ich mag ihn auch nicht. Moin, Schüler. Guten Morgen, Herr Achselbrecher. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Das freut mich ehrlich, period. Kann mir wer nach dem Unterricht helfen und die Bücher runtertragen? Ich will helfen, bitte. Ich will helfen. Okay, gut. Danke. Soll ich auch was anderes sagen? Und ich sag euch, diese Schleim, es bringt was. Wir hatten bei uns auch... Nicht bei jedem Lehrer, das muss man tatsächlich sagen. Aber wir hatten so ein, zwei Lehrer, da wussten die Leute, ey, wenn ich mich in die erste Klasse setze und dann, Junge, das ist, Mann, Alter. Nein, danke, das reicht schon. Und die haben auch bessere mündliche Noten wenn sie bekommen. Wollen. Nein, da verzichte ich drauf, aber danke. Soll ich dann die Tafel putzen? Dann Anne-Marie, du Schleimerin, deine Schleimspur kann man sogar aus Uganda sehen. Mehmet, nicht in so einem Ton. Aber er hat recht, du schleimst zu viel, Anne-Marie. Der Streber. Schüler, was ist 20 plus 20? Franz Müller? 40. Richtig, sehr gut. Ich weiß. Was ist 20 plus 30? Franz Müller, lass den anderen Schülern auch ein wenig Zeit zum Nachdenken. 50, die Antwort ist 50. Ja, richtig. Ich weiß, dass es richtig ist. Was ist 10 mal 2?
20. Ey, Mr. Klugscheißer, lass uns doch auch ein wenig Zeit. Sorry, ist nicht meine Schuld, dass ich so begabt bin. Oh, ich krieg Kopfschmerzen wegen dir. Das Problem ist, Streber war bei uns auch teilweise so echt negativ behaftet, aber man muss ja an sich sagen, dass ein Streber, sofern er nicht so ist wie diese Person, die dann so einen auf Klugscheißer und arrogant macht, sondern halt einfach strebsam ist und Bock hat auf gute Noten. Ich finde das manchmal so total, ja, negativ behaftet. Ich wäre auch gern ein Streber gewesen. Nimm ein Glas Wasser und misch eine Tablette Aspirin. Nach 1 Stunde und 15 Minuten ganz genau sollte es dir besser gehen. Ja, das ist halt das, was so unsympathisch ist. Wenn das so wirklich so Klugscheißer sind. Franz Müller, du bist echt schlau. Ich weiß. Herr Lehrer, ich habe mir die Frage gestellt, wie heiß die Sonne eigentlich ist. Genauso wie Sie, oder? Nein. Die Sonne ist außerhalb knapp 6000 Grad heiß, wohingegen im Inneren die Temperatur bei mehreren Millionen Grad liegt. Okay, Franz, aber ich bin noch immer der Lehrer. Guten Morgen. Ich weiß. Der Frühstücker. Oh. Pythagoras ist das Wichtigste in der Mathematik. A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. Diese Formel merkt sich bis zum Ende eures Lebens. Junge, wer hat denn Philadelphia mit zur Schule? Und genau deshalb ist der Pythagoras wichtig. Was riecht denn da so? Das stimmt. Das ist ja mal geil. Man hat wirklich manchmal gerochen, wenn einer so mit seinem dicken Salami-Brot da sitzt und die halbe Klasse riecht nach Salami. Mehmet, im Unterricht wird nicht gegessen. Echt? Ja, das darfst du nicht. Gut, dann esse ich draußen weiter. So, Schüler, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentiert diesen Emoji, damit ich sehen kann, welche Ehrenfrau oder welche Ehrmann bis jetzt geschaut hat. Jetzt mal ehrlich, falls euch das Video gefallen hat, dann gibt's dem Video einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal, falls ihr das sehen wollt. Hab ich schon. Oh, ich habe keine Zeit mehr, ich muss ein paar Hausbuben kontrollieren, also muss ich mich leider verabschieden. Ja, ist kein Problem. War wie immer ein geiles Video. Lasst super gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne auf Paluten.shop vorbei, falls ihr noch was für Nikolaus oder Weihnachten sucht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. We'll be right back.